Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Mitglieder des Konsularischen Korps, der 24. April 2022 wird in die europäische Geschichte eingehen. Er ist eine Zäsur. Er hat alle jene, die vor gut 30 Jahren von einem Ende der Geschichte träumten, eines Besseren belehrt. Wladimir Putin führt mit seinen Streitkräften einen Angriffskrieg gegen ein kleineres und nominell schwächeres Nachbarland. Er bringt größtes Leid über Zivilbevölkerung und Soldaten. Er opfert Tausende von Menschenleben, die Gesundheit von Generationen und unermessliche Werte, dem eigenen Machtstreben, vor allem aber auch einem völlig aus der Zeit gefallenen imperialen Weltbild. Die AfD-Fraktion verurteilt diesen Bruch des Völkerrechts auf das Schärfste und weist sich hier mit allen Fraktionen dieses Hauses einig. Das Credo "Nie wieder Krieg" ist uns Deutschen nicht ohne Grund in Mark und Bein übergegangen. Sie, meine Damen und Herren, von den Altparteien haben es nun für nötig befunden, diese Selbstverständlichkeiten in eine Resolution zu packen, die Sie hier gemeinsam einbringen. Sie simulieren damit einen Dissens, den es gar nicht gibt. Auch wir hätten das weitestgehend mittragen können. Warum also die Show? Vermutlich, damit ein paar geneigte Redakteure morgen schreiben können, dass ja alle außer der AfD sich hier einig waren. Wenn jetzt aber der Krieg schon für billige Wahlkampfspielchen herhalten muss, dann gehen Sie sogar noch unter der Niveau-Messlatte durch, die Sie in den letzten 5 Jahren schon nicht besonders hoch gehängt haben. Gut, jeder wie er will. Sie wechseln politisches Kleingeld, verzieren Facebook und Hausfassaden mit ukrainischen Farben oder halten Sonntagsreden. Wir handeln. In der vergangenen Woche haben wir einen Hilfskonvoi in die Zentralukraine organisiert. Neben mir war Kollegin Vorek Danielowski und weitere Kollegen aus anderen Parlamenten dabei. Wir haben auf die Schnelle einen 5-stelligen Betrag gesammelt, wie viele andere in Deutschland es auch tun, und den Erlös überwiegend in Form dringend benötigter Medikamente in die Ukraine gebracht. Was wir vorgefunden haben, hat uns alle tief bewegt. Ein Land im unübersehbaren Kriegszustand. Unzählige Checkpoints, hohe Militärpräsenz, Rationierungen, Fliegeralarm, Not und Flucht. Die Redezeit erlaubt mir hier leider keinen umfassenden Bericht, aber wen es interessiert, der kann es sich gerne im Internet ansehen. Beeindruckt hat uns aber vor allem eines, die Bereitschaft der Ukrainer zu kämpfen, die Bereitschaft, sich, ihre Souveränität und ihre Freiheit zu verteidigen. Und das, obwohl ihnen vermeintliche Experten keine Chancen gaben. Egal wie dieser Krieg ausgeht, meine Damen und Herren, das wird als leuchtendes Beispiel in die Geschichte eingehen und es stellt uns selbst vor die Frage, wie wir in einer vergleichbaren Situation handeln würden. Zum Glück, meine Damen und Herren, müssen wir diese Frage derzeit nicht beantworten. Aber wir sind als europäische Nachbarn trotzdem in der Pflicht. Jetzt müssen wir wirklich sichere Häfen sein für echte Flüchtlinge, die kommen. Am Grenzübergang nach Polen haben wir rührende Szenen gesehen, Soldaten, die Frau und Kind an die Grenze brachten, um selbst wieder in den Krieg zu ziehen. Sie haben uns nur eines mit auf den Weg gegeben. Passt gut auf unsere Familien auf, wir holen sie bald wieder ab. Und meine Damen und Herren, das ist das Mindeste, was wir hier tun können. Nehmen wir uns ein Vorbild an unseren polnischen Freunden, die ja hier vor wenigen Wochen noch als xenophob und europafeindlich gescholten wurden. Sie tragen jetzt die Hauptlast der Flüchtlingswelle und sie machen das, nach allem, was wir sehen konnten, vorbildlich, selbstlos und großherzig und dafür auch unseren ganz besonderen Dank, Herr Generalkonsul. Und Sie machen das auch ganz richtig. Sie schauen hin, wer da kommt und sortieren Trittbrettfahrer aus. Während ja hier leider schon wieder, und das spricht ja auch aus Ihrer Resolution, davon geträumt wird, unkontrolliert wie 2015 die Grenzen aufzureißen. Derweil ist das Erste, was eine 18-jährige Ukrainerin nach ihrer Flucht hier in Düsseldorf erleben musste, eine Vergewaltigung durch 2 angebliche Flüchtlinge mit falschen Papieren. Die arme Frau ist inzwischen nach Polen geflohen, weil sie sich hier bei uns in Deutschland nicht mehr sicher fühlt. Man kann sich nur schämen, meine Damen und Herren, für eine Regierung, die für so etwas Mitverantwortung trägt. Und genau deshalb, weil wir ein sicherer Hafen für Kriegsflüchtlinge
aber nicht für die Trittbrettfahrer aus aller Welt sein wollen, tragen wir Ihre Resolution nicht mit, denn die macht genau diesen Unterschied nicht. Wir legen dem Haus etwas Besseres, vor allem aber etwas Ehrlicheres vor und bitten um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.